have been 17 reported murders so far in this latest outbreak of monstrous killings. It would appear to be the work of a single, highly psychotic perpetrator. The name of the latest victim was just released. A Professor Werner von Koy. A female, described as Caucasian, brunette, and wearing a ponytail, was seen leaving the most recent crime scene. Officers are advised to use extreme caution when apprehending the suspect. At present, nothing appears to link any of the individuals involved. There are no known survivors of these attacks so far. Ja, und damit grüße und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Tomb Raider The Angel of Darkness. Oder besser gesagt, ein Bug kommt selten allein. Und warum das so ist, naja, die ganze Spielergemeinde wird es wissen, die damals das Spiel gespielt hat. Auch wenn das hier Build 52 ist, der eigentlich am besten noch gepatcht ist, ist das Spiel aufgrund des Drucks von Eidos, naja, nicht so gut geworden, wie es eigentlich hätte sein sollen, denn die Grundidee per se war gut. Aber na gut, wir wollen nicht lange drum herum schwafeln, sondern in das Spiel starten und mal gucken, was denn aus meiner Frau namens Sarah Croft geworden ist, nachdem sie, ja, nach Tomb Raider 4 dann doch überlebt hat. Help me, Lara. I need you to get something for me. Go on. I'm tracking 5 obscura paintings for a client called Eckhart, but he's a psychopath. Why should I care? Because I'm being stalked. People are dying out there. Handle it, Werner. Lara, please. Look, go and see this woman, Carvier. She can help. I'm going. Eat it, Werner. You walked away and left me. Get out! This looks like a safe area, but I need to find a way out. Ja, das ist schön, Lara, aber das interessiert mich gerade gar nicht. Und Lara, so eine kleine Frage. Wenn du deine Tage hast, dann kann man doch einen Hygieneartikel verwenden und das nicht an seinen Händen so lassen. Das macht man doch nicht, Lara. Und bin ich hier eigentlich mit einer Schwerverbrecherin zusammen oder verheiratet?
Also Lara kann sich schon mal ganz gut im Kreis drehen. Sie hat einen megamäßig geilen Arsch in dieser Jeans. Ist auch megamäßig schlank. To move around, use the cursor keys. You can also use the mouse to steer me left or right. Ja, das ist schön. Achso, ich kann auch die Maus nutzen. Warum das denn eigentlich? Das macht doch keinen Sinn. Mit Rechtsklick kann ich... Was ist das denn? Moment, das probiere ich gerade mal aus. Ich kann echt... Oh Gott, Hilfe. Also auf jeden Fall... ja, der Witz ist, wenn man die Gen-Taste und dann Springen drückt, dann macht sie so einen kleinen Satz. Beim normalen Springen macht sie halt diesen großen Sprung. Sie macht wie gewohnt diese schöne Rolle. Und es sieht erstaunlich gut aus. Aber die Tür, die scheint verschlossen zu sein. Sie kann auch irgendwie einen Kopfsprung. Ja, dieser Mülleimer sieht wirklich sehr erkletterbar aus. Dessen bin ich mir auch bewusst. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich jetzt erst meine Stoppuhr angeschaltet habe. Und ja, das ist halt das Problem. Lara rennt nicht gleich los. Tipp, 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 tipp. Naja, toll, ne? So sieht es aus. Und währenddessen wir uns hier überhaupt nicht beeilen, weil die Polizei ja überhaupt nicht... To climb onto the bin, stand next to it and press the up cursor key. Ja, also wie gesagt, die sind hier gerade hinter meiner Frau hinterher. Ich gehe ja davon aus, dass das ein großes Missverständnis ist. Aber davon sind die noch nicht so überzeugt. Man kann sich mit Null wieder umgucken. Zumindest stellenweise. Es hakt nur ein bisschen. Es dauert halt ziemlich. Und Lara kann sich mit Taste, also Cursor-Taste 1 bei mir hinknien. Hat immer noch einen geilen Arsch. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und mit einer zusätzlichen Taste kann sie sich dann auch noch hinlegen. Ja, Lara, komm, wälz dich hier in, auf dem nassen Boden. Okay, das testen wir jetzt mal. Ja, ich liebe diesen Move. Vielleicht einige der männlichen Zuschauer auch. Mit Leertaste können wir hier noch nichts bezwecken. Nein, irgendwie konnten wir uns hier auch hinlegen. Ach ja, mit Escape rufe ich dieses Menü hier auf, wo ich auch erstmal abspeichern kann. So, habe ich erstmal erfolgreich gespeichert. Und mit Tabulator rufen wir das andere Menü auf, wo wir, naja, einen Schokoladenriegel haben, der 10% unseres Lebens herstellt. So, wenn ich jetzt springen drücke... Nein, den Kopfsprung, den kriegt sie immer noch nicht hin. Ich muss erstmal austesten, weil sie hatte auch noch eine lustige Taste, womit man das Ziel wechseln kann. Das war nämlich Ü. So, und ansonsten... Ich will... Lara, ich will, dass du dich jetzt hinlegst. Auf der Stelle. Lara, leg dich jetzt hin. Wie machst du das? Nee, so, krabbelst du elegant rückwärts? Das habe ich schon herausgefunden. Man könnte natürlich auch die... Kennt ihr diese Momente, in welchen man einfach alle Tasten durchprobiert? Genau diesen Moment habe ich nämlich gerade. Ich probiere gerade aus, wie sich Lara hinlegt. Das könnte man... Walk to the edge of the bin and press the jump key. Then press the up cursor key to climb up. Ja, nee, ist klar, Lara. Das ist... das musst du mir nicht erklären. Ich meine... Ich unterstütze dich ja trotzdem. Ich meine, du hast hier ein ein Verbrechen begangen, aber... Ah, das kann sie immer noch! Meine Güte! Das kann sie immer noch mit denselben Tasten! To jump it, walk to the edge and stop. Remember, holding the walk key will stop me from falling off. Now press the jump button and the up cursor key at the same time. Ja, nee, ich mach das noch besser. Okay. Wie war das mit noch besser machen? Ich verwerf mal meine Aussage. Ich muss sie gleich mal wieder falsifizieren. So, dann springen wir mal wieder nach oben. Ja, man hat gesehen, das kann sie wunderbar. So, und jetzt. Jetzt müssten wir, glaube ich, mit Anlauf darüber kommen. Also man kommt da irgendwie rüber. Oh, die Steuerung. Die Steuerung, die ist jetzt schon ein Traum, das kann ich euch sagen. Aber... Naja, für die damaligen Verhältnisse sieht es mit maximalen Einstellungen und antisotrophischen Filter und 60 Frames
gar nicht mal so schlecht aus. Aber, naja, gut. Jetzt haben wir ja erstmal ein Pedimack geholt. Also. Und so springt man rückwärts. Das habe ich euch auch mal gezeigt. Lara kann auch immer noch seitlich springen. Das kriegt sie immer noch wunderbar hin. Und guck mal, wenn man nämlich dasselbe mit der Gen-Taste macht, dann springt sie so, naja, schräg nach vorne. Das ist für später auch nochmal entscheidend für irgendein komisches Rätsel. Kammer der Jahreszeiten oder so? Irgendwie sowas komisches war's. Ja, und ihr hört mich immer noch ein bisschen husten. Das liegt aber daran, dass ich ja, wie gesagt, erkältet war. Und naja, der Husten, der ist halt noch nicht hundertprozentig weg. Aber ja, schön. Aber wartet mal, ich wollte doch noch mal was nachgucken. Und zwar bei Options namens Control. Das Spiel ist auf Englisch, aber da steht Tastatur. Okay, was haben wir denn hier noch? Roll. Rollen, rollen, rollen. Null ist neben Umschauen auch okay. Das ist schön. Weapon Cycle Up ist Ü. Weapon Cycle Down ist das? Ja, Stealth. Eingabe. Ach so, Moment, ja. Und Alt GR ist Jump. Das ist mir auch schon klar. Aber Duck 1. Yay, Duck Face und so. Und dann Stealth war Eingabe. Also, ich denk mal Enter. Ah! Warte mal. Lara, ich will, dass du dich jetzt aber hinlegst. Wie machst du das? Ja! Genau so, Lara! Lara, du hast dich endlich hingelegt. Ach, ist das schön. Ach, Lara, das sieht so gut aus. Ich meine, ich nehme das hier ja in... In wie viel nehme ich das auf? Das könnte man eigentlich auch nochmal nachgucken, aber... Ja, sie macht das schon mal automatisch. Und sie macht das ganz erotisch, das können wir auch festhalten. To get off, press the left cursor key. Okay. Ja, schön, wa? Schön, Lara, dass wir das jetzt alles können. Also, die Tasten... Ja, Lara. Schön. Schön, das weiß ich auch. Ich weiß aber auch, wie ich da reinkomme. Genau. Schön, Lara. Das hast du mir nochmal schön erklärt, deswegen gucken wir uns hier auch nochmal um. Übrigens, was Lara hier verlernt hat, ist das Seitlichgehen. Das kann sie hier einfach nicht. So, haben wir da wenigstens was drin? Ja, ein Schokoladenriegel, wow. Wir haben einen Schokoladenriegel gefunden. Dann gehen wir hier nochmal hin. Es gibt so viele Grapsche-Händchen hier. Lara hat hier viel zu grapschen. Also, das hatte ich bei Lara in der Hochzeitsnacht auch, ja. Aber das Geld ist wieder erwarten auch noch ein ganz gutes Zahlungsmittel, aber da muss man halt aufpassen, sage ich mal. Da muss man halt aufpassen, was man macht. So, wo ist das? Ach so, da untersucht sie das nochmal. Das kann ich leider nicht so sehr unterbrechen, das ist das Problem. Aber meine Frau macht das hier nach wie vor auf erotische Art und Weise. Das, und wie gesagt, wenn sie sich hinlegen soll... dann drückt die 1 und dann die Enter-Taste. Ah, guck mal. Oh, warte mal. Wie? Ach so, das kann sie leider nicht im Liegen aufheben. Ah, aber so kann sie das machen. Sehr schön. Man kann sich hier leider nicht umgucken. Du kannst hier nur irgendwie auf dieses schäbige Bett. Ja, das brauchst du wohl, Lara. Also das ist hier halt die Steam-Version. Deswegen nicht wundern, warum sie hier Englisch spricht. So. Und nun müssen wir aber erstmal die Leiter hinaufklettern. Wir wollen ja schließlich noch aufs Dach, oder? Genau, wir wollen den hier aufs Dach steigen. Genauso sieht es aus. Deswegen klettern wir hier erstmal ganz geschwind nach oben. Also wie gesagt, das war ja auch das erste Spiel am 3. Juli... Nee, 1. Juli 2003 ist das erschienen. Und das war das erste Spiel mit DirectX 9 Unterstützung. Und nicht vergessen EAX Sound. Also wer hier solche Creative Sound Karten hatte, der hatte dann hier ein ultra cooles Sounderlebnis. Das muss man ja auch okay, ich laufe zur Kante.
Okay, aber wir kennen ja Tomb Raider. Wir speichern mal lieber. Und wann nehme ich das auf? Richtig, ihr seht schon richtig. Ja, um die Uhrzeit nehme ich das auf. Also, wir sind jetzt hier richtig an der Kante. Hat aber nichts mit Mirror's Edge zu tun. Und wie gesagt, wir können es hier nicht zu lange festhalten. Und ihr seht immer, wenn man diese Taste drückt, dann... Moment! Sie kann es ja doch! Sie kann ja doch seitlich gehen! Moment, womit hängt das zusammen? Ach so, okay. Sie kann's doch! Also, ja! Kätzchen, warte mal. Guck dir das an! Walk up to the railings, stop and press the up cursor key. And I'll vault over easily. Also, hier hat sie das noch nicht verlernt. Sie erlernt das erst in der nächsten Generation. Also, das ist ja, wie gesagt, ein Spiel, der, naja, wie will man das sagen? Pimp My First Generation. Das ist halt mit den Mechaniken der ersten Generation von Tomb Raider versehen. Also, mit den... Hop to the other side. Hold down walk and press jump. Ja, genau so sieht das aus. Also wie gesagt, der Move Pool, der wurde erweitert. Walk up to it and press the up cursor key. Ja, so sieht das aus. By holding the walk key, I won't fall off any ledges. To climb off the drain pipe at the top, press the up cursor along with the right or left cursor key, depending on the direction you want to go. Don't keep me hanging around. I need to reach the roof before I lose my grip. Ja, so sieht das wohl aus. Deswegen beeilen wir uns mal lieber, weil die Kräfteanzeige, wie gesagt... Now I've got my strength back. I can shimmy around that corner. Aha, kannst du wohl. Aber wir nutzen einen lustigen Trick. Wir gehen erstmal so weit wie möglich hier hin. So. Und dann springen wir hier ran. Ja, wie gesagt, das Problem ist, man kann ja nicht so viel labern am Anfang. Weil Lara einem immer ins Wort fällt. Das ist problematisch, wenn wir uns streiten. No time to waste. I need to get to Carvier's apartment. Ach so, gibt's dann da Kaviar für umsonst oder was? Also ich meine, ich frag ja nur. Ich frag ja nur einfach so. Ach, sieht das nicht wunderbar aus? Could be something useful in there. I need a way to pry those doors open. Ja. Und dazu brauche ich nämlich einen lustigen Gegenstand. Einen lustigen Gegenstand, den ich hier noch irgendwo finde. Ich weiß noch gerade nicht wo. Zunächst aber ein bisschen Medizin aufgehoben. Wir brauchen nämlich eine Brechstange, eine sogenannte Crowbar. Die war... Oh Gott, wo war die denn? Ach ja, übrigens, wer Probleme hat, die Zwischensequenzen aufzunehmen... Stand next to it, then press and hold action. While still holding action, press the up or down cursor key to push or pull the barrel. Also, wie gesagt, wer das Problem hat und die Zwischensequenzen nicht aufnehmen kann, irgendwie kann ich sie laut meiner Festplatte aufnehmen. Ja, ich kann die irgendwie aufnehmen, wer das aber nicht kann. Es ist ganz einfach. Ach so, wartet mal. Nee, warte mal, hier gab's noch was. Ich könnte das hier ja erstmal ziehen. Richtig. Das sieht irgendwie sehr komisch aus, aber egal, es klappt. Und Generation 1 typisch. Ja. Es kann auch nicht über leichte Kanten gemacht werden oder so. There's a crowbar down there. That'll come in useful. To hang from the edge of the building, walk to the ledge and press action. To make me let go, press action again or press the up cursor key to climb back up. Ah ja, eine entscheidende Änderung noch. Also, wie gesagt, sie hält sich hier fest. Man muss dann nochmal die Action, also hier den Aktionsknopf drücken. I need to shimmy to that walkway, but I don't think I'm strong enough yet. Ja, denn du musst ja erst, pass auf, das ist ja der Witz. Sie muss ja erst stärker werden. Sie muss erst stärker werden, das ist das Problem. Okay, hier kann sie sich nicht hochziehen. Ah, Moment, nee, nee, das machen wir nochmal. Nee, Lara, ein bisschen festhalten. So. Wir machen das ja auf elegante Art und Weise. Auf erotische, elegante Art und Weise. Ich muss nur mal auch was ausprobieren, weil sie irgendwie auch diesen Kopfsprung kann. Kann sie das... Kann sie jetzt wenigstens springen? Nein, kann sie nicht. Okay. Okay, wir lassen nochmal die Enter-Taste los.
Nee, das kann sie irgendwie... Irgendwie kann sie auch, den geskillten... Moment, oder... Moment, das muss ich anders drücken. Ach so, ich versuche hier gerade noch verzweifelt diesen einen, Sprung rauszubekommen. Aber ist ja auch egal. I feel stronger now. Ja, im Deutschen bist du jetzt starker. Da bist du nicht stärker, sondern starker. Und erstmal wieder hier hin. Ein bisschen durchsuch diesen Schrank. Ja? Was hast du denn Schönes gefunden? Wir haben eine Pistole gefunden. Okay, die muss ich erstmal equippen. Ach so, falsches Menü. Tabulator. Da haben wir jetzt nämlich Weapons. So, und die haben wir jetzt ausgerüstet. Allerdings keine Munition. Und mit Leertaste können wir sie auch wieder wegstecken. Aber, das mache ich in diesem Part noch. Wir müssen nämlich nochmal zurück. Aber, da wir ja die Steuerung hier kennen, ist das so ein kleines Problem für sich. Okay, das hat ja schon mal geklappt. Wir müssen ja nämlich nochmal rum um die Ecke. Wir hatten ja unten noch eine Tür. Und bei der Tür hieß es, oder bei diesem Schrank, dass sie den nicht öffnen kann. Und das ist natürlich auch ein neues Feature, dass sie hier starker werden kann. Man kann es natürlich damit begründen. Achso, habe ich schon gesagt, dass der Tipp von Anele kam, dass sich die Videodateien auf der CD befinden. Ja. Wie gesagt, wer den nicht aufnehmen kann, also vielen Dank an Anele, sie befinden sich auf der CD. Und da kann man die sich einfach rüber kopieren oder dann auf dem Installationsverzeichnis. Ich glaube, dass ich hier nochmal schnell nach oben kommen sollte. Ja, wie gesagt, man muss sich ein wenig an diese Steuerung gewöhnen. Aber wenn man sich einmal irgendwie daran gewöhnt, dann funktioniert das irgendwie so, wie es einigermaßen soll. Die Frage ist nur... Oh, Lara, das kannst du so sexy, das ist ja schon unglaublich. Ich werde jetzt hier... Nee, warte mal. Das sollte Lara auch so schaffen. Das sollte... In welch... Also, okay. Sie hat es nicht verlernt, in sexy Posen zu sterben. Moment, was war denn jetzt der letzte... Ja, ich weiß, der Part, der ist ein bisschen länger. Aber das ist ja auch der Einführungspart, Leute. Das ist ja auch der Part, wo wir hier das Spiel einführen. Und deswegen... Nein, wo wir nichts in Lara einführen. Das habe ich in der Hochzeitsnacht zu Genüge getan. Was? Wir hatten das schon wieder gesagt. Aber okay. Das weiß doch eh jeder. So, jetzt lassen wir erstmal los. Rollen uns ganz elegant. Kann sie eigentlich... Habe ich das schon ausprobiert? Kann sie diesen Rolljump eigentlich auch noch? Das weiß ich jetzt nämlich auch nicht. Also wir müssen halt nochmal runter. Das machen wir in diesem Part auch noch. So. Aber wie sexy das Lara kann, das ist schon erstaunlich. Das ist schon wirklich erstaunlich. Also wir können, wie gesagt, im Sprung rollen. Rollen, rollen, rollen. Das sollten wir mal lieber vermeiden. Und jetzt ist die Frage... Erstmal hier rüber. Ja, sie kann auch wieder die Schrägen runterrutschen. Das kann sie nach wie vor. Bei der Steuerung kann man manch einem auch den Buckel runterrutschen, aber das ist ja wieder was anderes. Oh, jetzt hat sie sich festgehalten. So, Lara, dann kommen wir nach oben. So, und dann gehen wir hier nämlich die Leiter wieder runter. Ich meinte eigentlich die Leiter, Lara. Da muss ich vielleicht noch ein Stück näher ran. Okay, das probieren wir jetzt nochmal aus. Geht doch, Lara. Und das Problem ist, dieses schnelle, die Leiter runterlassen klappt hier nicht mehr. Das ist wirklich ein Problem. Also das Spiel ist halt von der Steuerung her ziemlich träge, verlangt aber bei manchen Bossen eine ziemlich, naja, dynamische Steuerung ab. Das ist ein Widerspruch per se, also die haben ja kontradiktorische Dinge en masse platziert, aber naja gut, da kann man halt nichts machen. Aber gut, wir sind ja auf der Flucht vor der Polizei. Aber das interessiert uns nicht. Wir haben jetzt hier erstmal was gefunden. Oder warte mal, kann man... Nee, ich glaube, diese Rollsprünge kann sie nicht. Oder... Nee, kann sie nicht. Okay, dann werden wir uns nochmal aufs Dach begeben. Wir haben ja jetzt eine Brechstange, was schon mal wunderschön ist. Aber mehr haben wir auch erstmal nicht. Wir haben keine Munition. Ich habe eine Frau
die sich auch gerne mal hinlegt, wenn ich es sage. Also das war eine Hochzeitsnacht deswegen ganz besonders einfach. Sie sieht zudem sehr sexy aus. Das ist auch noch ein Pluspunkt. Und ja, was soll man denn noch sagen? Wir sind erstmal mit guten Materialien ausgestattet. Das kann man auch so sagen. Und wie gesagt, wenn man sich mit der Steuerung ein bisschen anfreundet, dann geht das. Und wie gesagt, sie springt dann ganz einfach so nach vorne. Und manchmal macht sie auch Dinge von alleine. Also, seht ihr, sie ist sogar schon selbstständiger geworden. Aber, na ja gut, was soll's. Oh Gott, wie lange wird dieser Part dauern zu rendern? In 60 Frames und so? Ist ja egal. Aber, naja, wie gesagt, mit dieser Energieleiste, man könnte ja argumentieren, okay, sie ist in Ägypten, ja, also verschüttet gewesen. Ich meine, ja, also, naja, in der Hochzeitsnacht war sie dann von mir verschüttet, aber das ist ja, was? Ich habe nichts gesagt. Aber eine andere Sache ist, dass wir, glaube ich, da rechts rum mussten. Und nein, ich werde es nicht typisch deutsch aussprechen. Das werde ich auf keinen Fall machen. Ich überlege gerade, war das hier rum? Ach so, hier ist nämlich auch das mit den Pfeiltasten invertiert. Nee, wir mussten da irgendwo anders hin. Aber das werden wir uns im nächsten Part angucken. Und das muss man ja sagen, die Reflexionen hier, das sieht ja schon richtig cool aus. Aber daran arbeiten wir auch noch. Naja gut, oder das können wir noch im nächsten Part bestaunen. Und ich hoffe, dieser Einführungspart zu Tomb Raider The Angel of Darkness hat euch soweit gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play oder Let's Say Anzüglichkeiten in Tomb Raider The Angel of Darkness sieht man sich.